Hi und willkommen zu einem Wi-Fi-Video von mir. Ich hab's, wie gesagt, schon gesagt. Ja, und das Video hier ist natürlich nachkommentiert. Das heißt, es ist jetzt kein Live-Ding, wo ich jetzt plötzlich denke, oh mein Gott, was kommt da? Und das ist alles nachkommentiert. Deswegen müsst ihr mich auch dann entschuldigen, wenn ich dann mal Sachen vergesse oder dann plötzlich dann doch ein bisschen auch überrascht bin, was ich dann da gemacht habe. Ja, es war auf jeden Fall, wie ihr sehen könnt, das Turbo-Turnier. Das heißt, es musste alles relativ schnell gehen. Ich hatte, glaube ich, nur 10 Sekunden Zeit, um immer eine Attacke auszuwählen und was weiß ich. Und glaube ich, war auch nur eine Minute Zeit, um halt das Team, das 3 gegen 3 Team zusammenzustellen. Es sind also immer 3 gegen 3. Und ich sag schon mal im Voraus, mein Team wird sich die nächsten Kämpfe, also es wird einige geben, die ich hochlade, die werden sich nicht wirklich großartig unterscheiden von dem. Sondern ich habe eigentlich schon immer so das gleiche Team genommen und weil sich das eigentlich dann auch immer bewährt hat. Also nicht das Team, sondern ich habe dann eigentlich immer andere Pokémon genommen. Halt auch. Und er fängt mit einem Shuckle an. Habe ich erst gedacht, oh mein Gott, scheiße, was für eine Wall. Und bis ich dann gemerkt habe, ist auf Level 20. Hat zwar Robustheit und auch überlebt, aber naja. Akupressur wird diesem Level 20er Potrot aber auch nicht weiterhelfen, weil, naja, wenn der Angriff stark steigt, naja, es bringt halt nicht wirklich was. In meinen Augen. Gut, es erholt sich. Was mich jetzt auch nicht wirklich davon abhält, dieses süße, kleine Potrot in die ewigen Jagdgründe zu schicken. Ach, natürlich trägt es eine Beere. Aeroas. Habe ich aber auch nur gemacht, weil ich wusste, das wird wieder Robustheit haben, dann kommt Zugabe. Dann habe ich, glaube ich, mit Aeroas wieder... Ja doch, mit Aeroas, genau. Da muss ich sagen, der Gegner war alles in allem dann doch wieder... Also zumindest am Anfang war er relativ einfach, weil er dann doch ein Level 20er reinschickte. Ist das überhaupt ein Wort? Egal. Mit Gähner, naja. Naja, Überreste war ich auch nicht wirklich begeistert von. Und ich wusste, nach dieser Runde schlafe ich. Warum der Body Slam gemacht hat, ist mir persönlich ein bisschen schleierhaft, weil... Naja, also, auf ein Geist-Pokémon, ich habe jetzt zwar geschlafen, aber es ändert halt nichts daran, dass es dann nicht getroffen hat. Aber mit Knirscher hat er mich dann doch überrascht, aber mein Duokles hat ihn wahrscheinlich noch mehr überrascht, weil Duokles ein Evoliten trug. Und ihr wisst ja, der Evolit erhöht die Verteidigungswerte um 50%. Beide Verteidigungswerte. Und da ist eine relativ gute Wall draus entstanden. Was mich auch das ein oder andere Mal echt überrascht und auch gerettet hat. Mit Bauchtrommel hat es zwar jetzt seinen Angriff maximiert, aber ich habe eigentlich den Knirscher relativ gut weggesteckt. Naja. Okay, doch nicht. Okay. Ja, maximiertes Bauchtrommel-Relaxo ist nicht gerade super. Aber ich hab gedacht, komm, Kapaloris macht's wieder wett. Energieball reichte auch in dem Fall, weil hatte nur noch ganz wenige KP. Und dann haben wir diesen Fettsack besiegt. Jetzt kommt Ursaring. Und da war ich schon gespannt, was er dann so einsetzt. Erst mit Schutzschild, ja gut, aber dann habe ich gesehen, scheiße, Toxic Orb, Adrenalin, Fassade, ganz schlechte Kombination. Hätte mich richtig in Verlegenheit bringen können, aber mein Kapaloris ist eigentlich immer Verlass. Es hat zumindest relativ oft mir den Hintern gerettet und so blieb mir im Endeffekt nur noch Rotom.
Und Ursaring hat sich halt durch das Toxic Orb dann selber besiegt, weil die Vergiftung halt immer stärker wurde. Und ja, hab dann auch den Gegner besiegt. Und das war so der erste Kampf in meinem Turbo-Turnier-Ding. Es wird nicht immer so laufen, wie ich es gerne hätte. Und wenn ich irgendwas besser machen soll, von wegen kommentieren oder was weiß ich, dann könnt ihr mir das auch ruhig in die Kommentare schreiben. Wenn ihr... Ich meine, ich werde jetzt sowieso jetzt hintereinander immer wieder Videos neu hochladen von diesem Turnier. Ich werde auch das aktuelle Turnier, das Feenturnier, werde ich gleich aufnehmen, werde ich dann hochladen. Morgen, denke ich, muss ich mal gucken. Aber auf jeden Fall werde ich das auch hochladen. Und ich hoffe, dieses kleine Video hat euch dann gefallen. Und ja, wir sehen uns dann auf jeden Fall beim nächsten Mal, beziehungsweise morgen. Und ja, bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben. Wenn nicht, dann nicht. Und ja, bis dahin, haut rein und ciao.